Was sagst du? Englisch? Nee, Englisch ist es nicht. War das nicht Ungarisch oder so? Nein, auch nicht. Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf Lotsi TV. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Wir befinden uns heute, wie ihr sehen könnt, in München. Und zwar nach der Enttäuschung in Hannover. Was weiß Deutschland über die Schweiz? Was sagst du zur Einwohnerzahl der Schweiz? Ich würde sagen, mehr als Deutschland. Also über 80.000. Wir versuchen heute das neue Glück hier in München. Mal schauen, was die Münchner genau über die Schweiz wissen. Ich bin gespannt. Wir legen los. Jetzt bin ich überrascht. Mal schauen, was wissen die Spanier über die Schweiz. Alles Österreicher. Das wird jetzt schön interessant. Wir haben jetzt das Dreieck Schweiz, Deutschland, Österreich. Mal schauen, was weiß Österreich über die Schweiz. Warst du schon mal in der Schweiz? Ja. Du warst schon mal, wo warst du? In Klosters. Ja, war ich schon. Ja? Skifahren, ja. Du nicht? Wo warst du Skifahren? St. Moritz. St. Moritz, ah, sehr schön, sehr schön. Ja, einmal. Warst du schon mal, wo warst du? Also am Bodensee? Nein, noch nicht. Nee? Hier? Nee, auch nicht. Du warst schon mal, wo warst du? In Bern. In Bern? Ah, okay, sehr schön. Nein, nein. Alle nicht? Gut, dann schauen wir, ob ihr auch etwas über die Schweiz wisst. Und zwar geht es um das Konzept, was weiß München über die Schweiz? Liegt Schweiz in der EU, ja oder nein? Liegt in der EU, ja, ist aber kein Mitglied. Richtig, sehr gut beantwortet. Die Währung der Schweiz. Schweizer Franken. Schweizer Franken. Zweite Frage, Hauptstadt der Schweiz? Scheiße. Zürich oder nicht? Zürich ist es nicht. Liechtenstein ist ein Land. Liechtenstein ist ein Land selber. Es ist Bern. 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 Ja. Ja. Ja, sehr gut. Luzern, Basel, Bern. Bern ist richtig. Es ist ein bisschen eine Schätzfrage auch. Okay. Einwohnerzahl der Schweiz? Oh Gott. 5 Millionen? Bisschen mehr, aber war schon mal gut. Okay. 20 Millionen? Es ist ein bisschen weniger. 10? 20 Millionen? 20 Millionen, willst du auch noch was schätzen? 25 bis 30. 40, 50 Millionen so. Okay. Was sagst du? 70 Millionen. Ich würde schätzen 25 Millionen. 25? Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, 2 Millionen vielleicht? Also Schweiz ist bedeutend kleiner als Deutschland. Es ist ein Zehntel von Deutschland. Ein Zehntel? Von Deutschland. 8 Millionen, nur? 8 Millionen, genau. 8 Millionen. 8 Millionen, oder? Richtig, 8 Millionen. 7 oder 8? 8 Millionen, okay. So viel wie Österreich. Ein bisschen weniger. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar die Landessprachen der Schweiz. Französisch, Italienisch, Deutsch. Sehr gut. Was hast du? Schweizerdeutsch, ne? Genau. Und Italienisch. Ja. Französisch. Sehr gut. Deutschland hat Deutsch, Schweiz hat? Französisch, glaube ich. Ja. Deutsch und... Was sagst du? Englisch? Nee, Englisch ist es nicht. War das nicht Ungarisch oder so? Nein, auch nicht. Französisch? Ja. Schweizerisch. Ja, gehört zu Deutsch, ist okay. Französisch, Deutsch und Italienisch. Französisch, Italienisch, Deutsch, sicher, aber... Sehr stark. Die vierte... Ich bin raus. Bist raus? Retromanisch. Genau, aber das war auch schon mal sehr gut, wussten auch sehr viele nicht. Das waren schon alle Fragen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Dankeschön. Gut, das waren schon alle Fragen. Vielen Dank fürs Mitmachen, Friedrich. Dann noch einen ganz schönen Tag. Ne? Dankeschön. So, das war Was weiß München über die Schweiz. Lustig ist, dass wir eigentlich fast nur Touristen gefunden haben. Also die kamen von überall, Österreich, Konstanz, aber keine Münchner. Na gut, es war immerhin Allgemeinwissen vorhanden hier in München, ein bisschen mehr als in Hannover. Deswegen, ja, München hat ein bisschen besser abgeschlossen. Und jetzt unbedingt schreibt in die Kommentare, wo in welche Stadt ich noch vorbeikommen soll und diese Umfrage machen sollte. Dann wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag. Wir sehen uns nächsten Samstag. Ach übrigens, jetzt, wenn ihr das Video seht, befinde ich mich gerade in Ägypten. Das ist schon krass. 9 Monate in Ägypten. Über das wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dann. Ciao, ciao. Ist schwer. Dankeschön. Dankeschön. Im Süden schon. Dankeschön. Schon. Dankeschön. Dankeschön.